Man ist ja manchmal überrascht, wer alles mit wem kooperiert. So hält beispielsweise die linke Leitfigur Sarah Wagenknecht Peter Gauweiler für einen sehr interessanten Gesprächspartner. Im Radiointerview sagte sie, gerade weil wir konträre Ansichten haben, ergeben sich da immer ganz spannende Dispute. Wir wollen auch einen spannenden Disput eröffnen. Unser Überraschungsgast ist ein mittelständischer Unternehmer aus Bad Pyrmont, Lars Diedrichs von der Firma DMV Markenvertrieb. Erstmal guten Abend, Herr Diedrichs. Ja, guten Abend. Herr Diedrichs, sagen Sie uns mal ein paar Worte zu Ihrem Unternehmen. Was genau machen Sie? Ja, wir sind ein Familienunternehmen, das man mittlerweile, glaube ich, als recht traditionsreich bezeichnen kann. Also es gibt uns 67 Jahre und wir beschäftigen uns mit der Distribution und dem Handel, also der Vermarktung allgemein von Drogeriewaren von bestimmten Marken, beispielsweise Old Spice, Dr. Pilka, ähnliche Produkte. Gut, jetzt haben wir auch die Werbung hinter uns. Sie sind auch lokalpolitisch aktiv. In der Union fühlen Sie sich da eigentlich gut aufgehoben? Im Großen und Ganzen ja. Also ich bin motiviert durch die grundsätzlichen Ideen der sozialen Marktwirtschaft nach Ludwig Erhard. Von daher war natürlich Juhu relativ klar, was meine politische Heimat ist. Ich bin natürlich nicht grundsätzlich immer mit allem, was sich auf Bundes-, aber eben auch auf lokaler Ebene ereignet, einverstanden. Aber grundsätzlich ist das meine Heimat, ja. Aber was treibt ein Unternehmer ausgerechnet in die Politik? Das frage ich mich auch das eine oder andere Mal, aber es ist eben so, dass ich den Ansatzpunkt gesehen habe, dass eben beim Handeln von Verwaltung und Politik mir häufig eben die strategische Ausrichtung, die Langfristigkeit fehlt, etwas, was wir eben im Unternehmertum ja irgendwo berücksichtigen müssen. Und ich sehe eben gerade aufgrund meiner großen Verbundenheit jetzt meiner Heimatregion auch zu Bad Pyrmont, da habe ich mich eben motiviert gesehen, mich hier einzubringen, weil ich hier doch einige Fehlentwicklungen aus meiner Sicht eben sehe. Ihr Unternehmen prosperiert, kann man ja so sagen. Sie investieren, schaffen Neues. Zahlen Sie auch Mindestlöhne? Also wir zahlen auf einem übertariflichen Niveau und sind hier sicherlich auch schon sehr nah an der Mindestlohnvorstellung der Linken dran, selbst in den niedrigst qualifiziertesten Bereichen, die wir eben anbieten. 10 Euro, das ist ja das, was man ausgemacht hat bei der Linken als Mindestlohn. Warum eigentlich 10 Euro, Frau Krellmann? Warum eigentlich 10 Euro? Im Grunde? Ja, die SPD tut es ja für 8,50. Naja, das ist das Problem. Und wir versuchen, eine Linie deutlich zu machen, wo man praktisch durch Arbeit wieder in die Situation kommt und bei entsprechenden Beschäftigungsjahren, die man dann sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein muss, um am Ende nicht in der Altersarmut landen zu müssen. Und wenn man das rechnet, auch zurückrechnet oder hochrechnet, wenn man einen Mindestlohn hätte von 10 Euro und das 45 Versicherungsjahre arbeiten würde, dann hätte man eine Rente, wo man eben unter der Grundsicherung, oberhalb der Grundsicherung ist, nicht unterhalb, Entschuldigung, oberhalb der Grundsicherung ist. Und das ist im Grunde eine Linie, die das deutlich macht. Wenn man das Gleiche rechnet mit einem Stundenlohn von 8,50 Euro, dann kommt man genau dann in die Altersarmut. Und ich bin da fest davon überzeugt, dass selbst wenn wir einen Mindestlohn hätten von 8,50 Euro, würde die Debatte ganz schnell beginnen, dass das eben nicht reicht, weil genau das Thema Altersarmut dann nicht weg ist. Weil alles andere, was in der Zwischenzeit passiert ist, ist damit nämlich auch nicht alleine automatisch weg. Aber diese Löhne müssen natürlich auch erwirtschaftet werden. Das heißt, da muss ja auch gerechnet werden. Ist das nicht ein bisschen hochgegriffen auch, wenn es sich nicht erwirtschaften lässt? Also man muss ja irgendwo einen Punkt setzen, wo man hin will. Und je nachdem, ich habe versucht deutlich zu machen, die Linie, wo wir das eben ableiten. Und wenn man weiß, dass Altersarmut muss ja dann auch von uns bezahlt werden. Es ist ja nicht so, dass uns das nichts kosten würde, wenn möglicherweise Hunderte oder Millionen von Menschen in die Altersarmut kommen, wir dann zusätzlich Grundsicherung bezahlen müssen. Das zahlen wir von unseren Steuern und das müssen wir auch aufbringen. Und dann wäre es mir lieber, wenn wir sagen, wir geben lieber den Menschen heute mehr Geld, damit sie entsprechend im Alter keine Grundsicherung haben. Also im Grunde ist ja immer die Frage, wie man ansetzt. Und ich kenne noch die Diskussion um die Höhe von Löhnen aus den Zeiten, wo man auch einfach akzeptiert hat bestimmte Löhne und nicht immer geguckt hat, wo man Löhne reduzieren kann. Und wenn ich das heute sehe, was passiert in vielen
Bereichen, Ihren Bereich kann ich nicht nachvollziehen, weil ich persönlich komme aus dem Bereich der Metall- und Elektroindustrie und da gehört ja jetzt Holz- und Textilindustrie, aber auch im Handwerk mit dazu. Und da finde ich, früher hat man die Finger davon gelassen bei der Frage, da müssen wir an den Löhnen etwas drehen. Und heute geht man ganz schnell, wenn man ein Problem kriegt, dann schaut man auf die Höhe der Löhne und nicht darauf, was man besser und anders und wie auch immer machen kann. Dann wird immer an der Lohnschraube als Ast gedreht zu Lasten der Betroffenen. Herr Diedrichs, gehen Sie zu schnell an die Lohnschraube ran und warum zahlen Sie nicht einfach jetzt auch 10 Euro? Hat Sie das nicht überzeugt jetzt? Es hat mich nicht vollends überzeugt. Also natürlich ist der grundsätzliche Gedanke, dass eben gerecht und ausreichend bezahlt werden sollte, um eben auch spätere Transferleistungen zu vermeiden, natürlich wünschenswert. Aber wie Sie eben auch richtig gesagt haben, diese Löhne müssen ja erstmal erwirtschaftet werden und da ist es natürlich schon so, dass man da weitestgehende Freiheit sich natürlich hier dann auch wünscht, die dann auch im Einvernehmen dann entsprechende Lösungen gefunden werden können. Ich meine, realistisch kann man ja an der Lohnschraube nach unten auch schwerlich drehen, wenn sie dann erstmal an einem bestimmten Punkt ist. Ja, aber das macht man doch ständig. Also das ist doch das, was laufend passiert. Vielleicht nicht in Ihrem Unternehmen. Das finde ich auch super akzeptabel, dass Sie das so formulieren für Ihr Unternehmen und auch wie Sie da rangehen und sagen, da dürfte man eigentlich nicht dran drehen, weil das kommt bei mir an, dass Sie das auch akzeptieren, dass Ihre Leute das kriegen. Weil wenn ich mir anschaue, was in anderen Betrieben passiert, wo dann plötzlich Menschen als Leiharbeiter beschäftigt werden und ich sage ausdrücklich, ein Leiharbeiter bekommt zum Beispiel als in der untersten Lohngruppe 8,19 Euro hier im Westen. Und von 8,19 Euro pro Stunde kann man nicht leben. Und das ist ein Tarif, der gilt für alle Leiharbeiter mindestens. Und das ist ein Mindestlohn, der eingeführt wurde, wo ich sage, solche Mindestlöhne brauche ich nicht, solche Mindestlöhne braucht meine Partei nicht und solche Mindestlöhne brauchen auch auf jeden Fall die Betroffenen nicht, weil damit kommt man nicht über die Altersarmut und damit kann man auch heute nicht leben. Die müssen alle als Aufstocker unterwegs sein. Es ist natürlich so, dass ich in erster Linie natürlich aus der Sicht meines Unternehmens, unseres Unternehmens sprechen kann. Das ist klar. Ich befinde mich aber natürlich auch in einem regelmäßigen Austausch mit anderen Unternehmern, in Verbänden, in Kongressen und so weiter. Und wenn ich mir die Struktur der deutschen Wirtschaft anschaue, 60% der Beschäftigten sind bei kleinen und mittelständischen Unternehmen beschäftigt. Das sind zur allergrößten Zahl eben Familienunternehmen. Und da möchte ich einfach mal behaupten, dass dort sehr verantwortlich mit diesen Dingen in der großen Breite eben umgegangen wird. Und man hier natürlich auch nach Kritik schaut, wie die Zufriedenheit im Unternehmen, die dort gegeben ist, der Betriebsfrieden. Und ich weiß nicht, ob man hier wirklich von einigen Negativbeispielen oder Entwicklungen in großen Konzernen eben auf die breite Masse der Unternehmen und Unternehmer runterbrechen sollte und entsprechend mit gesetzlichen Mindestlöhnen agieren sollte. Das sind ja Dinge, wo man die Frage stellen muss, brauchen wir denn solche Grenzen, Mindestlöhne für alle hier in Deutschland? Und wenn ich nur mal zurückrufe, am 1. Mai 2010 war das, glaube ich, ne? Die Arbeitnehmerfreizügigkeit, wo denn die Möglichkeit war, dass aus anderen europäischen Ländern Leute hier in Deutschland noch arbeiten. Ne? Wenn, das ist in Ordnung. Ich habe mich darüber gefreut, dass eben die Möglichkeit besteht und ich finde, das gehört zu Europa dazu. Aber ich finde auch, dann muss man gleichzeitig dafür sorgen, dass es nicht Menschen hierher kommen, die unter grottenschlechten Bedingungen hier arbeiten müssen. Und wenn ich mir anschaue, was vor kurzem durch die Presse gegangen ist, aus der Fleischindustrie, ne? Wo Menschen aus Rumänien hierher gekommen sind und für 5 oder weniger Euro in Deutschland arbeiten müssen. Und wenn wir einen Mindestlohn hätten, wäre das nicht so, weil dann müssten die den Mindestlohn, der entsprechend in Deutschland gilt, auch bezahlen. Anderes Argument ist, wenn ich mir anschaue, wie die Tarifbindung nicht nach oben gegangen ist, sondern nach unten geht und dass viele Betriebe ganz einfach entscheiden, naja, Tarifverträge, das ist mir alles zu teuer, ich trete aus und ich zahle keine Tarife mehr. Und das sind unter allen Strukturen, das sind nicht nur Industrieunternehmen, das sind auch Handwerksunternehmen, das sind auch Dienstleistungsunternehmen und dann hält man nicht mehr einen Tarifvertrag für einen Wert, an den man sich hält, sondern meint sein
eigenes Ding machen zu können und dann entsprechend die Löhne zu senken für die Betroffenen. Wenn man das nicht will, dann muss man sagen, dann brauchen wir sowas wie einen Mindestlohn, weil bestimmte Untergrenzen, wo es nicht drunter geht. Darum geht es doch ganz einfach. Und ich sag mal, es gibt ja ein Beispiel in Deutschland, wo das richtig gut funktioniert und wo es keine Debatten gibt. Das ist zum Beispiel das Thema Mindesturlaub. In Deutschland haben wir das Bundesurlaubsgesetz, das besagt, dass ein Arbeitnehmer mindestens 24 Werktage Urlaub haben muss oder 20 Arbeitstage. Das sind 4 Wochen, die man Anspruch hat. Punkt. Und da diskutiert kein Mensch darüber. Das akzeptieren alle und es ist in Ordnung. Und das Gleiche wäre, wenn man einen Mindestlohn hätte, wo man sagt, der Mindestlohn ist 10 Euro oder ich sag mal, egal wie, was für eine Zahl man da nimmt. Aber unter diese Grenze geht nichts, weil bestimmte Dinge dazu führen, dass am Ende die Menschen, wie in meinem Beispiel, in der Altersarmut enden. Dann wäre das eine Geschichte, wo sich alle fügen müssten, weil es eben einen Gesetzescharakter hat. Und dann kann man Tarifverträge und Sie können Übertarif und Tarife kann man noch on top, obendrauf und müsste man auch, weil das ist eigentlich die Aufgabe von Gewerkschaften, nicht mehr nur unten Mindest zu regeln, sondern Mindest muss von der Politik geregelt werden und das, was obendrauf kommt, da können Sie als Arbeitgeber machen, was Sie wollen, da will ich Ihnen gar nicht reinreden und wenn Sie ein guter Arbeitgeber sind, machen Sie mehr wie das, was Sie müssen, ne? Und insofern, das ist das, wie ich mir eine Zukunft wünschen würde für Arbeitnehmer, aber auch für Unternehmer, weil Sie hätten da auch einen Vorteil von, weil aber da sind Konkurrenzen weg. Sie sprechen hier von einem einheitlichen Mindestlohn. Ja. Dann gibt es ja unterschiedliche Bedingungen. Es gibt unterschiedliche Bedingungen in Betrieben. Dem einen Betrieb geht es gut, dem anderen geht es weniger gut. Es gibt unterschiedliche Bedingungen in Landstrichen. Das Leben in München ist wesentlich teurer als im Weserbergland. Also wieso sagt man dann einen einheitlichen Mindestlohn? Denn 10 Euro sind in München weniger wert als beispielsweise im Weserbergland. Wir haben mal in der Metallindustrie jahrelang dafür gekämpft, dass es keinen Unterschied gibt in der Facharbeiter-Ecklohngruppe in Niedersachsen zu der Facharbeiter-Ecklohngruppe in Baden-Württemberg. Weil das Argument ist richtig, aber das war schon immer so, weil die Lebensverhältnisse, die sind halt unterschiedlich von Ost nach West, von Süd nach Nord und da gibt es Vorteile und da gibt es Nachteile. Und wenn man die ausgleichen möchte, dafür gibt es politisch viele Dinge, wo man das ausgleichen kann, was man dann auch aus meiner Sicht absolut machen muss, weil die Aufgabe von einem föderalen Staat ist, dass der Staat mit dafür sorgen muss, für einheitliche Lebensverhältnisse. Aber das kann man nicht auf dem Rücken von Löhnen von Beschäftigten machen, egal ob sie in Ost oder West oder Süd oder Nord leben. Ich möchte aber nochmal darauf zu sprechen kommen, dass Löhne verdient werden müssen. Der Herr Diedrichs hat es eben auch schon mal gesagt. Im Grunde genommen muss ich es erstmal erwirtschaften und dann kann ich es auszahlen, wenn das insgesamt gemacht wird. Haben Sie nicht Angst, dass wenn diese Mindestlöhne da gestellt werden, wenn man die nicht mehr bezahlen kann, dass dann im Grunde genommen die Jobs purzeln und dann gar nichts mehr da ist? Also da habe ich überhaupt keine Angst, ne? Weil andersherum muss man sich ja die Frage stellen, was wären denn die Vorteile davon, wenn wir einen Mindestlohn hätten und wenn das zum Beispiel bedeuten würde, dass dann in Zukunft parallel auch mehr Kaufkraft da ist, würden alle Handwerksunternehmen, auch die Produkte, die sie vertreiben, ne, würden davon profitieren, weil dann könnten die Menschen sich das wieder leisten. Also im Grunde, das ist ja eigentlich eine Waage, die man finden muss. Und im Moment geht diese gesellschaftliche Waage nicht in die Richtung, dass die heute wenig haben, dann nach oben angehoben werden in irgendeiner Art und Weise, sondern die Waage geht in die Richtung, dass es für die, die heute wenig haben, eher noch weniger wird. Und da gibt es viele Beispiele, wo man das auch statistisch nachvollziehen kann. Im Grunde braucht man aber die Statistiken gar nicht. Man muss nur mit Menschen reden, man muss mit Rentnern reden, was das für die bedeutet, wie die Renten sich nach unten entwickelt hat und wie dadurch natürlich die Möglichkeiten eben auch, sich einen Handwerker zu nehmen, ne, oder ein bisschen mehr Geld auszugeben bei einer bestimmten Sache, wie die weniger geworden sind, weil es ist einfach kein Geld da. Und wenn man davon redet, allen geht es besser, dann sage ich, das stimmt nicht, weil nicht allen geht es wirklich besser. Einem Teil geht es besser, aber einem anderen Teil geht es auch richtig schlechter. Herr Diedrichs, wenn jetzt am 22. September es eine andere Regierung geben sollte, denkbar ist ja immer auch noch, dass es mal Rot-Rot-Grün geben könnte, dann wäre Frau Krellmann da vielleicht auf der Regierungsbank mit und würde vielleicht die 10 Euro Mindestlohn durchsetzen. Was würde das für Ihren Betrieb bedeuten? Was würden Sie dann tun?
Naja gut, wir als Betrieb könnten da sicherlich an der Stelle erstmal wenig tun. Vor einer solchen Realität muss ich ehrlich sagen, wenn ich mir das gesamte Wahlprogramm der Linke anschaue, würde mir natürlich schon ein wenig bange werden. Grundsätzliche Ausführungen, wie sie Frau Kleinmann gerade gemacht hat, sind ja durchaus nachzuvollziehen, dass nicht alle profitiert haben von der positiven Entwicklung, wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre. Aber eben, ich halte eben von diesen breit angelegten Ansätzen eben vom Mindestlohn bis hin zu Vermögensbesteuerung und eben weiteren Besteuerungsansätzen, die Familienunternehmen bis ins Markt treffen, eben an der Stelle sehr wenig. Und wie gesagt, deswegen würde mich eine solche Konstellation erstmal sehr zusammenzucken lassen. Kommen wir mal zum Thema Leiharbeit. Frau Krellmann hat es eben schon mal angesprochen. Auch Sie haben ja Leiharbeit in Ihrem Unternehmen schon eingesetzt. Hat das eigentlich zu neuen Jobs geführt oder was war so der Ausdruck von Leiharbeit bei Ihnen? Ja, also es ist so, dass wir schon eine im Verhältnis unserer Mitarbeiterzahl, also wir beschäftigen 98 Mitarbeiter in 87 Vollzeit-Äquivalenten und dass wir einen recht hohen Prozentsatz unseres Mitarbeiterstamms aus diesem Bereich auch akquiriert haben. Also als wir haben einige Jahre der Konsolidierung hinter uns, wo wir durch breiten Austausch mit unseren Mitarbeitern auch Anstrengungen gemeinsam unternommen haben, um die Wirtschaftlichkeit zu stärken. Und wir haben im Anschluss, als eben entsprechend die Entwicklung sich positiv wieder dargestellt hat, in einigen Bereichen erstmal in allererster Linie im Lager, im Logistikbereich mit Leiharbeitern die Bedarfssteigerungen abgedeckt. Und von diesen sind eine große Zahl dann auch in eine feste Anstellung bei uns im Anschluss gekommen. Und bei der derzeitigen Entwicklung, die wir haben, ist hier die Planung, dies auch noch weiter fortzuführen. Frau Krellmann, das ist doch mal ein positives Beispiel. Muss man immer die negativen Beispiele heranholen? Natürlich gibt es die auch und natürlich wird es immer Menschen geben, die auch bestimmte Situationen ausnutzen. Aber muss man nicht sagen, hier ist Leiharbeit im Grunde genommen ein Motor gewesen, etwas anzukurbeln und dann tatsächlich in eine positive Richtung zu gehen? Also ich sag mal, ich kenne das, ich kenne auch andere positive Beispiele, wo das so gewesen ist und Leute, wo das so gewesen ist. Aber ich weiß auf der anderen Seite, gesamtgesellschaftlich ist das Instrument nur zu 9% wirksam gewesen. Nur 9% der Beschäftigungsverhältnisse haben dazu geführt, dass jemand einen Dauerarbeitsplatz bekommen hat. Und das muss ich sagen, und das sage ich Ihnen jetzt als Unternehmer, ein Instrument, was nur zu 9% wirkt, da würde ich als Unternehmer sagen, das ist doch grottenschlecht. Gibt es nicht bessere Instrumente, die dazu führen, dass Menschen wieder in Arbeit kommen? Da muss ich als Politiker doch auch sagen, oder auch als Arbeitsministerium, wie kann man denn so ein Instrument weiter begleiten, was nur zu 9% dazu führt, dass Menschen wieder in Arbeit kommen? Und die andere Frage ist, gibt es da nicht andere Dinge, die man auch hätte machen können, ohne das Instrument der Leiharbeit zu nutzen? Ich sage mal, das klassisch war das immer das, die Möglichkeit der Befristungen. Und wenn ich, das ist genau ein Sachgrund für eine Befristung. Wenn ich sehen kann, dass ich nur für das nächste halbe Jahr Aufträge habe, dann mache ich ein befristetes Beschäftigungsverhältnis für diese Auftragssituation für ein halbes Jahr. Dafür habe ich die Möglichkeit zu befristen. Deswegen brauche ich keine Leiharbeit. Und weil das so ist und weil im Grunde Leiharbeit, wie wir sehen, erstens mal nicht in dem Maß tatsächlich zu Vollzeitbeschäftigung oder zu Beschäftigungsverhältnissen führt, weil Leiharbeitnehmer viel, viel schlechter bezahlt werden, weil das teilweise regelrecht Belegschaften aufspaltet. Deswegen sind wir gegen Leiharbeit. Und deswegen sagen wir in unserem Wahlprogramm auch, wir möchten, dass die Leiharbeit eigentlich abgeschafft wird. Und bis dahin wollen wir gleiches Geld für gleiche Arbeit. Das Thema kennen Sie auch in dem Zusammenhang. Und eine Flexibilisierungszulage von 10%. Und ich selbst war mit meiner Kollegin Sabine Zimmermann in Frankreich gewesen, um mir das anzuschauen, wie das funktioniert. Und da habe ich festgestellt, es funktioniert. Und deswegen haben die Franzosen trotzdem Leiharbeit, aber mit dem Ergebnis zu viel besseren Bedingungen für die jeweils Betroffenen. Und wir haben Alternativen und deswegen brauchen wir keine Leiharbeit. Bei uns ist das in Deutschland eine Schmuddelbranche. Aber wenn man mal Frankreich nimmt, das ist ja nun wirtschaftlich eher eine Katastrophe derzeit. Man könnte ja auch sagen, weil sie so gehandhabt haben, haben sie sich im Grunde genommen auch ins wirtschaftliche Abseits gefahren. Aber das würde jetzt vielleicht an dieser Stelle auch ein bisschen zu weit führen. Kommen wir mal zu noch den Punkten, die im Grunde genommen neue Jobs verhindern aus Ihrer Sicht. Wir haben
vorab ja mal ein bisschen drüber gesprochen auch. Und da kommt man ja ganz schnell auch auf das Thema Kündigungsschutz. Wird von der Union und auch von der FDP ja immer angebracht als ein Jobkiller. Sehen Sie das so? Das sehe ich in der Tat so. Ich meine, grundsätzlich ist das Instrument, um auf das nochmal kurz zurückzukommen, was Frau Kellmann sagte, das Instrument der Befristung auch ein interessantes, was ja durchaus auch eingesetzt wird. Wobei hier es ja auch gewisse Limitierungen gibt, dass man ja auch nur eine bestimmte Anzahl von befristeten Verlängerungen eines Arbeitsverhältnisses man ja auch fortführen kann. Und da fängt ja eben der Punkt der Flexibilität an. Es ist ja durchaus wünschenswert, dass man eben Menschen in Beschäftigung bringt, sobald man merkt, dass man als Unternehmen entsprechend eine positive Entwicklung hat. Man weiß aber natürlich auch nicht, wie lange diese Entwicklung anhält. Und ich denke, es gibt da ja sehr positive Beispiele in Dänemark vor allen Dingen, wo man eben auch sieht, dass eine weitere erreichende Auflösung des Kündigungsschutzrechts eben im Konzept der Flexicurity, dass das zu einer hohen Beschäftigung, nahezu zur Vollbeschäftigung führt. Und von daher ist das sicherlich auch ein sehr, sehr kritischer Punkt, den ich auch entsprechend verstehe. Frau Kellmann, geht Ihnen da die Hutschnur hoch? Ja. Das fängt schon beim Kündigungsschutz an, weil ich kenne noch die Debatten zum Kündigungsschutz, dass mir Handwerksunternehmer teilweise selbst gesagt haben, aber wissen Sie, Frau Krellmann, ich kündige Leute doch nicht, weil ich da jetzt die Erleichterung habe vom Kündigungsschutz, sondern ich muss dann kündigen, wenn ich keine Arbeit habe. Und das war auch immer eine Rechtfertigung dafür, weswegen man ein Arbeitsverhältnis beenden kann. Da hilft doch auch kein Kündigungsschutz. Zu behaupten, das ist durch einen erleichterten Kündigungsschutz für einen Arbeitgeber einfacher, dass er Leute entlassen kann. Das ist doch eine Mehr. Das im Grunde, es gibt erstmal kein Beamtenverhältnis bei Arbeitnehmern. Sie haben die Möglichkeit, aus betriebsbedingten Kündigungen, aus personenbedingten Kündigungen auch kündigen, Gründen Leute zu kündigen. Aus sachlichen Gründen können sie kündigen. Und da gibt es keine Einschränkungen. Und wenn da ein Arbeitnehmer eine andere Meinung hat, dann muss er zum Arbeitsgericht gehen. Aber das machen dem noch in der Folge die wenigsten auch tatsächlich. Und im Grunde ist das dann nichts anderes, als eine Kündigung nochmal zu überprüfen. Das ist kein Hemmnis dafür. Und wenn es um Einstellungen geht, zu glauben, dass ohne Kündigungsschutz würde man mehr einstellen. Sie stellen doch nicht deswegen ein, weil der Kündigungsschutz einfacher ist, sondern sie stellen deswegen Leute ein, weil sie mehr Arbeit haben. Und wenn sie mehr Arbeit haben, brauchen sie die Leute und nicht, weil sie eine einfachere Möglichkeit haben beim Kündigungsschutz. Und von daher halte ich das absolut für den falschen Weg zu glauben, dass sich da irgendwas verbessert. Das verschlechtert nur die Bedingungen für die Arbeitnehmer an der Stelle. Und deswegen ärgern mich solche Aussagen auch, weil sie jeglicher sachlicher Grundlage entbehren und auch jede Erfahrung, die Sie teilweise auch selbst machen können. Ich vermute mal, Sie sind auch Arbeitsrichter, Ehrenamtlicher beim Arbeitsgericht, oder nicht? Nein. Na, dann werden Sie sich noch mal ein bisschen intensiver mit Kündigungsschutz beschäftigen müssen und dann wüssten Sie, dass das so einfach nicht ist und dass nicht erstens mal ein Arbeitnehmer nicht immer Recht kriegt, aber auch nicht immer ein Arbeitgeber, wenn er nicht gerechtfertigt gekündigt hat. Und insofern Hände weg vom Kündigungsschutz, weil das ist nichts, was voranbringt. Und das Thema Leiharbeit ist nochmal ein Thema, wo ich sagen muss, also die Franzosen, denen geht es im Moment nicht deswegen schlecht, weil sie andere Regelungen haben von Leiharbeit wie wir hier in Deutschland, sondern denen geht es deswegen schlecht, weil sie unter der Eurokrise leiden. Und wenn ich mitkriege, dass zum Beispiel Peugeot und Renault ganz große Absatzrückgänge haben, dann haben die nicht deswegen Absatzrückgänge, weil sie bessere Regelungen in der Leiharbeit haben wie wir hier in Deutschland, sondern die leiden unter der Eurokrise und im Grunde leiden sie darunter, dass sie nicht davon profitieren, von den Absatzmöglichkeiten in der Art und Weise, wie wir in Deutschland davon profitieren. Entschuldigung, das ist aber doch nun wirklich auch gelinde gesagt hanebüchen. Also welche Unterschiede haben französische Unternehmen zu deutschen Unternehmen, um die Produktivität entsprechend zu steigern, wenn sie nun gerade die Automobilbranche heranzieht, die nun wirklich eine globale ist? Das ist ja nun gerade kein Argument hier zu sagen, Frankreich leidet mehr unter der Euro-Krise, sondern es liegt ja sicherlich daran, dass die Unternehmen nicht entsprechend krisenfest aufgestellt sind und agieren können, wie es eben deutsche Unternehmen tun. Abgesehen davon finde ich es natürlich sehr interessant, dass Sie in der ganzen Zeit so sprechen und sagen, für Sie gilt, Sie wissen und so weiter. Ich weiß es eben. Ich habe mit Kündigungsschutzrecht zu tun. Ich habe Arbeitsgerichtsverfahren durchführen müssen. Das macht niemand gerne. Das macht kein Arbeitgeber gerne.
Und von daher weiß ich eben schon sehr genau, dass die Möglichkeiten auch in schwierigen Zeiten für das Unternehmen bei Kündigungen auszusprechen sehr eingeschränkt sind. Es gibt dort immer sehr aufwendige Verfahren, die entsprechend auch mit so gut wie nie ohne entsprechende Abfindungs- oder Entschädigungszahlungen entsprechend enden. Also das können Sie mir nicht erzählen, dass alle Ihre Leute, die Sie gekündigt haben, dann tatsächlich auch zum Arbeitsgericht gegangen sind, der Betriebsrat widersprochen hat und die Arbeitnehmer entsprechend auch immer eine Abfindung für sich erstritten haben. Wenn das so war, dann war das Ergebnis eines Kompromisses oder das Ergebnis, dass Sie vorher einen Fehler gemacht haben bei der Kündigung. Also insofern kann ich das nicht nachvollziehen, was Sie hier an der Stelle sagen. Das ist auch nicht richtig und ich finde, die Erleichterung von Kündigungsschutz würde den Arbeitgebern keine Verbesserung schaffen, aber den Arbeitnehmern ganz viele Verschlechterungen schaffen an der Stelle auch. Naja, zum einen wüsste ich jetzt nicht, welche Gründe wir dafür haben sollten, so etwas zu befürworten, wenn nicht die betriebliche Praxis. Was sollte der Anlass für mich sein, eben hier davon zu berichten, dass eben eine Lockerung des Kündigungsschutzrechts oder zumindest eben keine Verschärfung für mich wünschenswert ist. Und dann kann ich eben auch immer nur noch mal das Beispiel aus anderen Ländern, eben an dieser Stelle, eine erster Stelle genannt, Dänemark bringen, wo wir eben auf Vollbeschäftigung kommen. Hier ist das Schlagwort eben der Beschäftigungssicherung und nicht der Arbeitsplatzsicherung. Ich finde es ja toll, auch in andere Länder zu gucken, wie damit umgegangen wird mit Arbeit. Ne? So, und wenn ich mir anschaue, wie in anderen Ländern zum Beispiel mit Arbeit umgegangen wird, wie dann entsprechend auch wieder den Betroffenen Arbeit geschaffen werden muss, da gibt es einen riesen Unterschied zu Deutschland. Und ich bin ein großer Freund davon, sich anzuschauen, welche Regelungen gibt es dann in ganz Europa. Aber dann kann man sich nicht nur mehr die besten Sachen für einen selbst raussuchen. Und wenn Sie den Kündigungsschutz kritisieren, dann möchte ich gerne Butter bei den Fischer hören, Butter. Bei den Fischern. Möchte gerne genau wissen, über was Sie reden. Nicht allgemein. Haben Sie erstens einen Betriebsrat? An welchen Punkten haben Sie Schwierigkeiten? Wo ist das Problem, dass Sie erst nach 6 Monaten Beschäftigte entsprechend kündigen können? Und wo sind Ihre konkreten Probleme, was Sie da formulieren? Das möchte ich gerne mal wissen. Nun bin ich sicherlich weit davon entfernt, hier jetzt Einzelfälle aus unserer betrieblichen Praxis ohne Namen diskutieren. Ich habe allerdings durchaus mal die Erfahrung gemacht, dass wir eine gesamte Abteilung und einer strategischen Entscheidung eben aufgelöst haben, wo man davon ausgehen müsste, das ist eine entsprechende Grundvoraussetzung dafür, dass hier eben Kündigungen entsprechend ausgesprochen werden können. Und es ist hier bei unterschiedlichen Arbeitsgerichtsprozessen zu unterschiedlichen, also gegenläufigen Entscheidungen gekommen, wo man allein schon sieht, dass allein durch die Rechtsprechung, durch die Praxis dort unkalkulierbare Risiken für Unternehmen entstehen. Hier ging es um Fragen der Vergleichbarkeit und hier hat ein Richter grundsätzlich entgegen dem entschieden, was vorher von einem Kollegen entschieden worden ist. Aber vielleicht ist das ja in den nächsten Jahren gar nicht mehr so unser Problem mit den Kündigungen, sondern wir gehen ja auf Zeiten zu, wo wir qualifiziertes Personal brauchen. Schon jetzt wird ja immer davon gesprochen, dass wir einen Facharbeitermangel haben, auch wenn man das zumindest hier in der Region im Moment noch bezweifeln kann. Was muss passieren, damit wir in Zukunft auch noch qualifiziertes Personal bekommen? Sie haben zum Beispiel eine Betriebsstätte ja in Hamburg eingerichtet, weil Sie entsprechendes Personal hier in der Region nicht bekommen. Das heißt, wir haben schon sowas wie Facharbeitermangel? Ja, also der ist ja sicherlich anhand der Daten und Fakten auch nachvollziehbar. Gut, bei uns, bei dem Beispiel, das Sie jetzt ansprechen, ist es eben ein sehr spezielles. Es geht hier um unsere Marketingabteilung, die die Markenführung der für uns anvertrauten Marken durchführt. Und hier ist es eben wirklich sehr schwierig, qualifizierte Mitarbeiter zu motivieren, ins Weserbergland nach Bad Pyrmont zu ziehen. Und hier haben wir eben die Entscheidung getroffen, unsere Marketingabteilung eben in einer Betriebsstätte in Hamburg anzusiedeln. Generell können wir uns zum Glück noch sehr gut personaltechnisch aufstellen und entsprechende Stellen besetzen. Was müsste denn passieren? Welche Rahmenbedingungen müssten geschaffen werden, damit das in Zukunft nach wie vor noch, dass es noch genug Facharbeiter gibt hier in der Region? Was müsste die Politik tun?
Naja, mit Sicherheit ist an Schrauben der Infrastruktur zu drehen, also gerade was jetzt das Thema Kinderbetreuung angeht und die Möglichkeit flexibler Einsatzzeiten für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, und das ist in allererster Linie hier zu sehen. Ich habe mal gelesen, von 1.000 Euro Steuergeldern wird 14,83 Euro in die verkehrliche Infrastruktur nur gesteckt. Frau Krellmann, muss da mehr investiert werden, damit im Grunde genommen die Infrastruktur vor Ort geschaffen wird, damit nicht nur die Städte weiter anwachsen und das platte Land ausblutet? Müssen wir mehr Infrastruktur schaffen, damit Fachkräfte auch hier in der Region bleiben? Also grundsätzlich gebe ich jedem recht, der sagt, wir müssen mehr in die Infrastruktur investieren. Ich sehe, dass das mit die Grundlage ist, auch als Standortfaktor. Wenn man sich anschaut, es gibt ja noch ein großes Unternehmen, auch in Bad Pyrmont, die Firma Phoenix, die hat ja mit ähnlichen Problemen auch zu kämpfen. Und ich sage mal, wenn man möchte, dass Facharbeiter hier auch bleiben, Sie haben die Punkte schon benannt, das beginnt bei Kinderbetreuung, geht über Verkehrsmöglichkeiten bis hin zu Schwimmbädern und so weiter. Und wenn wir möchten, dass der Standort Deutschland weiterhin einen guten Namen hat und auch interessant ist für Menschen aus, auch in anderen Bundesländern, das Beispiel nach Hamburg, geht man deswegen, weil in Hamburg zu leben und zu wohnen ist attraktiv, weil man da bestimmte Infrastruktur hat, die man hier in der Gegend nicht hat. Und das bedeutet, da muss man mal schauen, wie man eben sowas so verteilt, dass es nicht nur in einer Stadt ist, sondern aufs ganze Land verteilt ist. Und dann ist es auch nicht so schwierig, Leute zu motivieren, hier ins Weserbergland zu kommen oder in andere Bundesländer zu ziehen, um dann entsprechend Facharbeiter auch zu haben. Absolut. Aber das würde ja bedeuten, dass man im Grunde genommen die Verteilung innerhalb des Haushaltes, wenn ich 1.000 Euro habe innerhalb des Haushaltes, verschiebe zugunsten von Infrastrukturmaßnahmen. Das heißt, die muss ich woanders wegnehmen. Wir haben zum Beispiel bei 1.000 Euro Steueraufkommen haben wir 250 Euro müssen wir für Rentenzuschüsse aufwenden. Das ist der größte Batzen innerhalb der Steuerverteilung. Also müssen wir nicht da etwas ändern oder drücken sich da die Politiker um notwendige Entscheidungen herum? Also erstens mal sind wir dafür bekannt und ich stehe da auch absolut, dass man über die Verteilung von Einkommen anders nachdenken muss. Und so wie das im Moment verteilt ist, komme ich zu dem Ergebnis, dann hat man gar kein Geld, um in Infrastruktur zu investieren. Und wenn ich mir das anhöre und mitbekomme, wie die Diskussionen auch in Pyrmont, in Hameln und in Koppenbrück oder wie auch immer sind, das sind alles arme Gemeinden. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen aus meiner Gemeinde, wo ich geboren bin oder wo ich groß geworden bin, in Rüdesheim am Rhein. Das ist eine Weinbaugegend. Da gibt es ganz viele reiche Leute, da gibt es ganz viele reiche Weinbauern, viele reiche Unternehmer, die dort tätig sind. Das ist im Grunde alles eine richtig gut ausgestattete Region und das noch mitten am Rhein. Und diese Gemeinde, dieser Ort ist jetzt unter dem Rettungsschirm gefallen, weil die angeblich, ich sage angeblich, kein Geld haben, um zum Beispiel ein Schwimmbad zu finanzieren. Aber diskutieren auch, wir brauchen Fachkräfte, um Leute zu halten. Ich weiß, in Bad Pyrmont gibt es ein tolles Schwimmbad und keine Diskussion über einen Rettungsschirm. Aber in Bad Münde haben wir die Diskussion, die sind auch unter einem Rettungsschirm. Und wenn Gemeinden, denen die Hände gebunden werden bei der Frage der Möglichkeit, wo sie Geld ausgeben, wenn wir im Bundestag beschlossen haben, wo wir nicht zugestimmt haben, als Linke, dass es sowas gibt wie eine Schuldenbremse, wo Gemeinden und Kommunen keinen Cent mehr ausgeben können, dann weiß ich nicht, wo das Geld herkommen soll, um dann entsprechend in die Infrastruktur zu investieren. Also müssen wir mehr Schulden machen? Wir müssen die Zukunftsaufgaben wirklich auch annehmen. Und wenn wir möchten, dass zukünftige Generationen nicht von einem Trümmerhaufen von Schulen, nicht auf einem Trümmerhaufen von Infrastruktur, nicht auf völlig kaputte Straßen und Wege stoßen wollen, was heute an vielen Stellen so ist, da wird eher dann ein Schild aufgestellt, nur noch 30 fahren, weil die Straße kaputt ist. Das sind doch Sachen, die einfach nicht gehen. Und da sage ich, das war ein Fehler, das zu machen. Es ist ein Fehler, immer nur zu sagen, es ist kein Geld da. Man muss einfach mal schauen, wie man dann auch Vermögen und Einkommen umverteilen kann, damit auch wieder Geld da ist, um entsprechend in diese notwendige Infrastruktur auch zu investieren. Herr Diedrichs, mehr Schulden brauchen wir,
Auch der IWF sagt ja mittlerweile, Deutschland soll sich nicht so anstellen, soll ein paar mehr Schulden machen. Ist das die Lösung? Schulden machen kann ja nicht die Lösung sein. Sie sprachen ja auch davon, das, was man Generationen dann für einen Rucksack aufsetzt, wenn es eben nicht die Möglichkeit gibt, dieses eben auch wieder zurückzuholen. Und von daher ist das sicherlich nicht der Weg, den ich dort in allererster Linie sehen würde. Ich finde, wenn man für die Zukunft was machen will, dann muss man einfach auch Geld in die Hand nehmen. Wenn ich zum Beispiel auch wenn ich ein Haus bauen will, wenn ich investieren will in eine Firma, dann kann ich das in der Regel nicht aus der Portokasse machen. Dann müssen Sie Schulden machen als Unternehmen. Ich muss Schulden machen als Person, wenn ich mir ein Haus kaufen will oder ein Auto kaufen will oder wie auch immer. Und immer nur zu sagen, wir dürfen keine Schulden machen, das ist kein Weg für einen Staat und für ein Land, sondern im Grunde müsste Deutschland sich anschauen, was sind die Ziele, die wir uns setzen, in Richtung Jugend, in Richtung Ausbildung, in Richtung Infrastruktur und dann dementsprechend auch Geld in die Hand nehmen, um das dann auch zu finanzieren. Aber wenn man zu viel Schulden macht, dann sieht man, was passiert am Beispiel Griechenland. Also das ist jetzt ein ganz schlechtes Beispiel, weil im Grunde das, was die Griechen machen, die sind in eine Situation gebracht worden, dass die eigentlich auf einem guten Weg waren, aber über den Weg, dass sie zwischendrin mal schnell ihre Banken retten mussten und deswegen massenweise Schulden hat, konnten ihren Weg nicht fortsetzen. Und jetzt kriegen sie praktisch über das, was über Europa mit der Troika aufoktuiert wird, sparen zu müssen in einer Art und Weise, wo ich sage, das kann doch wohl überhaupt nicht wahr sein, Lehrer zu entlassen, Beamte zu entlassen, Mindestlöhne zu reduzieren, Rente zu verlängern. Das sind alles Dinge, Tarife zu aufzulösen. Aber es gibt ja auch andere Hinweise, dass beispielsweise es so viele Lehrer in Griechenland gab, dass es einfach zu viele waren. Das heißt also, da hat ein Staat tatsächlich ja offenbar über seine Verhältnisse gelebt und da kann man ja nun nicht alles nur sagen, das ist alles nur passiert, weil die Banken gerettet werden mussten. Da gibt es ja auch ein grundsätzliches Problem und ist dieses grundsätzliche Problem nicht, dass ich, wenn ich zu viele Schulden mache, wenn ich die Schulden irgendwann nicht mehr zurückbezahlen kann, dass ich dann das Problem kriege? Ja, aber doch nicht von jetzt auf gleich. Und wenn ich sage, von heute auf morgen müssen die Schulden in Ordnung gebracht werden, von heute auf morgen müssen die Leute entlassen werden, von heute auf morgen müssen die Rentner das Rentenalter verlängert werden. Das passiert alles von heute auf morgen. Und ich bin fest der Meinung, dass man bestimmt viele Dinge sich angucken muss und gucken muss, wie man was anders macht und wie man was ändert. Aber nicht in der Art und Weise, wie es im Moment gemacht wird. Sie haben das Beispiel gesagt, Griechenland. Aber im Grunde kann man ja alle anderen südeuropäischen Länder damit einbeziehen, weil wir reden nicht nur über Griechenland, sondern wir reden über ganz Südeuropa. Wir reden über Italien, wir reden über Portugal, wir reden über Spanien, da ist überall das Gleiche. Und da haben wir mittlerweile Arbeitslosenquoten bei Jugendlichen von 50%. Das ist eine Größenordnung, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, was das für die Menschen und die Kinder bedeutet. Das heißt, wird eine ganze Generation wird da in den Boden geklopft dafür, dass irgendwelche anderen Fehler gemacht haben. Und wenn ich mir anschaue, was dort einfach auch nicht gemacht wurde, zum Beispiel Griechenland, dass die gleiche Troika verlangt hat, dass zum Beispiel die Rüstung nach unten gefahren wird, dass kein Geld mehr ausgegeben wird an solchen Stellen, wo es um Rüstung beispielsweise geht. Und wenn man dann fragt, wer profitiert denn da eigentlich von diesen Rüstungsgütern, die da gekauft werden, muss man wissen, dass Deutschland an der Stelle der drittgrößte Rüstungsexporteur ist, der davon noch profitiert hat. Und da plötzlich schließen sich dann Kreise, wo man sich fragt, was ist da eigentlich mit passiert? Und das, was dort mit den Menschen in Südeuropa gemacht wurde, das ist eine Katastrophe und das ist unmenschlich in der schrecklichsten Art und Weise. Selbst wenn viele Dinge da nicht in Ordnung sein mögen und im Detail, wenn man sich das genau anschaut, geändert werden muss. Aber nicht von jetzt auf gleich. Und im Moment parallel wird die gesamte Infrastruktur in den Ländern zerschlagen an der Stelle und ich weiß überhaupt nicht, wie die wieder nach oben kommen sollen, ohne dass man wirklich jetzt mal anschaut, was machen wir, um den Ländern zu helfen, ihre Länder wieder aufzubauen. Also das Beispiel Griechenland in der Art und Weise zu interpretieren, wie Sie es tun, ist für mich natürlich, klingt das auch sehr abenteuerlich. Ich meine, wir reden hier über Beschäftigungsquoten im öffentlichen Dienst. Dort sind, glaube ich, rund 40% der Arbeitnehmer in Griechenland beschäftigt. Wir reden hier über Renteneintrittsalter bei Ende 40, niedrige Wochenarbeitszeiten. Also wir sehen hier ein Szenario, was wir bei voller Umsetzung des Wahlprogramms der Linken sicherlich dann irgendwann auch mal hier sehen könnten. Allerdings denke ich mal in Bezug auf Deutschland ein relativ hinkender Vergleich.
ehrlich, also da muss man nur noch wirklich nicht den Teufel an die Wand malen. Ich meine, wir hatten vorhin das Beispiel französische Automobilbranche. Wir sehen auf der anderen Seite aber eine produktive deutsche Automobilbranche. Und ich denke, das ist ja irgendwo auch genau der Aspekt, den man hier sehen muss, dass wir in Deutschland hier eben weniger Regularien brauchen für Unternehmen, für Wirtschaftseinheiten, um eben entsprechenden Wohlstand hier zu sichern und das natürlich möglichst dann auch mal international. Walzer, Polka, Cajun, Zydeco, Tango, Klezmer, das sind Begriffe, die aus der Musik kommen und die sind genauso international wie unsere Diskussion im Moment. Aber wir machen jetzt trotzdem eine Pause und dann kommen wir zu weiteren Fragen, auch zum Beispiel zu einer Frage von Bernd Reinhardt aus Hameln, die hier eingegangen sind bei uns. Jetzt erstmal Akkordeon, go crazy.